zu sich selbst, mein kleiner Lieblingsbaum ist ja inzwischen gar kein kleiner Baum mehr. Und dann sang es sein Lied über die Kraft und über die Stärke und alle lebten glücklich bis an ihr Lebensende zusammen in diesem Baum. Ende gut, alles gut. Applejack, wem hast du denn hier gerade eine gute Nachtgeschichte vorgelesen? Einem Apfelbaum? Naja, weißt du, verpflanzt zu werden kann einen jungen Apfelbaum ganz schön durcheinander bringen. Und Bloomberg hier habe ich einfach sehr gern. Das ist nicht fair, Applejack. Du teilst dir mit einem Baum einen Schlafwagen in der ersten Klasse und ich bin mit den anderen Ponys zusammen in einen Waggon eingepfercht. Wie soll ich denn da meinen wichtigen Schönheitsschlaf bekommen? Aber wegen Bloomberg machen wir doch überhaupt diese Reise. Er braucht Ruhe, damit ich ihn meinen Verwandten in Appaloosa als Geschenk überreichen kann. Du sprichst über den Baum, als wäre er dein Baby oder sowas. Wage es nicht, ihn ein Baby zu nennen. Bloomberg ist kein Baby. Sei nicht traurig. Rarity sagt manchmal dummes Zeug. Bloomberg ist ein großer, starker Apfelbaum. Ja, das ist er. Gucci, 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 Gucci. Nur zur Information, die kleine Rarity ist auch traurig. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Das ist ja alles so spannend. Ehrlich? Wow, das wird besser. Ich hab mir unten so eine Lärm am frühen Morgen. Könntet ihr bitte mal ruhig sein? Ich hab euch eure Snacks geröstet, die ihr haben wolltet, und jetzt bin ich erledigt. Ja, wo du das sagst, einige der Maiskörner sind leider nicht aufgesprungen. Okay, na schön. Gute Nacht. Vielleicht wäre es besser, wenn wir jetzt alle schlafen. Morgen haben wir einen anstrengenden Tag vor uns. Pinkie Pie, schläfst du schon? Nein, schläfst du denn schon? Wenn ich schon schlafen würde, könnte ich dich wohl kaum fragen, ob du schon schläfst. Oh, ja. Wenn wir in Appaloosa sind, meinst du, wir müssen den Baum den ganzen Weg vom Bahnhof bis zur Plantage tragen? Den Baum tragen? Meinst du Bloomberg? Nein, Fluttershy. Fluttershy ist doch kein Baum, du Dummerchen. Worüber redet ihr denn? Rainbow Dash glaubt, Fluttershy wäre ein Baum. Nein, ich glaube nicht, dass sie ein Baum ist. Wieso sagst du dann, dass sie ein Baum ist? Nein, ich wollte aber das du nicht. Du weißt doch, dass Fluttershy kein Baum ist. Fluttershy ist kein Baum, Rainbow Dash. Ich wäre unheimlich gern ein Baum. Sag mal, geht's noch? Ist Spike jetzt irgendwie beleidigt? Ein beleidigter Leberwurstdrachen? Könnte jetzt endlich mal still sein! Bloomberg? Bloomberg? Entschuldige bitte, wenn ich schnarche. Gute Nacht. Wow, die sind aber schnell. Das ist ja eine riesige Herde. Was für ein entzückender Federschmuck. Die kommen dem Zug aber gefährlich nah. Zirkustricks!
Hey, du! Wo willst du eigentlich so schnell hin? Wow, für jemanden mit deinem Gewicht bist du ganz schön schnell. Nicht böse gemeint. Ich will wissen, wieso. Hey! Ich rede mit dir. Wow. Gleich habe ich dich. Cousine Applejack, wo sind deine Manieren? Willst du mich nicht deinen Freundinnen vorstellen? Also schäm dich. Rayburn, hör zu, uns ist etwas Schreckliches. Ja, es ist schrecklich. Euer Zug ist 7 Minuten zu spät. Das sind 7 Minuten weniger für euch, das Glück und die Freuden von Appaloosa zu genießen. Oh. Da seid ihr platt, dass wir Siedlerponys das alles in einem Jahr aufgebaut haben, was? Wie ihr seht, haben wir sogar ein bisschen Luxus. Pferdekutschen zum Beispiel. Okay, jetzt bist du wieder dran. Nein, du bist noch dran. Hier werden Zeichnungen von den Pferdekutschen angefertigt. Hör zu, Brayburn, ich... Und hier ist unsere Wasserbar, die Salzschleuse. Du hast genug Salz für heute. Kriege ich denn vielleicht noch ein Gläschen Wasser? Hier drüben ist das Büro von Sheriff Silberstern. Und hier tanzen wir unsere wilden Wildwesttänze. Und hier unsere milden Wildwesttänze. Aber Brayburn, wir... Und von hier aus hat man die allerschönste Aussicht in ganz Appaloosa. Unsere Apfelplantage. Brayburn! Wir müssen bald mit der Ernte anfangen. Brayburn! Das ist auch gut so. Denn davon leben wir schließlich. Brayburn! Ja, Cousine? Das ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Aber wir haben gerade ein riesiges Problem. Einige unserer Freunde sind verschwunden. Eine wilde Herde Büffel hat Spike entführt. Und Rainbow Dash ist ihm gefolgt. Pinkie Pie ist auch verschwunden. Wir wollten euch einen Apfelbaum für die Plantage schenken und der ist jetzt auch weg. Sagtet ihr gerade Büffel? Oh. Nun, diese Büffel wollen, dass wir Siedlerponys jeden einzelnen Baum, den wir hier gepflanzt haben, wieder entfernen. Und sie wollen verhindern, dass neue gepflanzt werden. Aber wieso? Ich weiß nicht. Wir haben viel Arbeit in dieses Land gesteckt, um unsere Stadt zu versorgen und unsere Familien zu ernähren. Und jetzt möchten sie, dass wir diese Bäume entfernen. Das ist nicht fair. Oh, wann kriege ich diesen kleinen Büffel endlich in meine Hufe? Au! Niemand darf Rainbow Dash ungestraft reinlegen. Pinkie Pie! Na gut, erwischt. Ich wollte dich eigentlich reinlegen, aber es ist mir nicht gelungen. Du bist zu gut. Was denkst du dir dabei? Du musst sofort verschwinden. Ach so? Sonst wissen sie, wo ich mich verstecke. Ach ja? Ich versuche gerade Spike zu retten. Ach wirklich? Das will ich doch auch. Aber je mehr von uns hier rumlaufen, desto eher werden wir... geschnappt. Renn, Pinkie, ich werde sie aufhalten. Bring dich in Sicherheit. Halt! Dash, Pinkie, was geht ab? Hey, keine Angst, ich kenne die Typen. Sie sind okay. Wenn du es sagst, wir sehen uns, Bruder. Sie haben mich aus Versehen entführt. Und deshalb fühlen sich die Jungs jetzt echt schlecht. Zum Glück behandeln sie Drachen mit Respekt. Ich bin für sie sowas wie ein Ehrengast. Ponys können sie nicht gut leiden, aber ihr gehört zu mir, also alles easy. Ha, ich traue ihnen trotzdem nicht. Wir sollten den Rückzug antreten, solange wir können. Was? Mitten im Essen? Du hast wohl nicht alle Hufnägel im Huf. Ich
hätte super gern noch so eine Schlabberportion. Natürlich. Und für dich wert ist das Bike Edelsteine, richtig? Türkise. Das hier ist kleines starkes Herz. Meine Freundinnen, Pinkie Pie und Rainbow Dash. Du! Du? Das reicht! Wir zischen hier sofort ab. Warte! Ich will mich für das, was auf dem Zug passiert ist, bei dir entschuldigen. Wir wollten wirklich niemanden verletzen. Ja, natürlich. Wir wollten nur den Baum. Die Siedlerponys haben unser schönes Land in eine riesige Obstplantage verwandelt. Und durch ihre Schuld wissen wir nicht, wo wir unsere traditionellen Büffelherdenläufe veranstalten können. Hä? Wir sollten uns mit Häuptling Donnerhuf unterhalten. Seit vielen Generationen benutzen wir für unsere Büffelherdenläufe einen ganz bestimmten Pfad. Schon mein Vater trampelte über diesen geheiligten Boden und vor ihm sein Vater. Und sein Vater ebenfalls. Und davor sein Vater. Und davor sein Vater. Und... Sie haben verstanden, was du meinst, Häuptling. Es gehört zu unserer Tradition, diesen Pfad einmal im Jahr entlang zu trampeln. Aber jetzt haben die Siedlerponys diese... Apfel-Lusianer. Auf diesem Pfad Apfelbäume gepflanzt, ohne uns um Erlaubnis zu fragen. Oh, das war aber nicht sehr nett, oder Rainbow Dash? Die Ponys wollen ihre Bäume nicht entfernen. Deshalb sitzen wir hier fest und das ist nicht fair. Siehst du, Rainbow Dash? Sie haben aus gutem Grund... Natürlich hattet ihr einen guten Grund. Kommt schon, wir müssen so schnell wie möglich mit diesen Apfel-Lusianern sprechen. Bitte nicht so fest. Entschuldige, Rarity, aber wir müssen unsere Freunde retten und das bedeutet eine sehr lange Wanderung durchs Büffelgebiet. Es geht los! Hi, Leute! Wir sind so froh, euch zu sehen. Oh, Mann. Wir sind vor Sorge umgekommen. Wie seid ihr den Büffeln denn entkommen? Sind wir nicht. Ich denke, ihr solltet euch mit den Büffeln unterhalten. Ach ja? Und worüber? Wir haben unsere Freundin Kleines Starkes Herz mitgebracht, damit sie den Apfel-Lusianern erklärt, warum sie ihre Bäume vom Büffelland entfernen sollen. Jede Information würde uns... Ist ja merkwürdig. Mein Cousin Brayburn möchte den Büffel nämlich erklären, warum die Apfelbäume unbedingt stehen bleiben sollen. Ja, das würde mich wirklich interessieren. Das Land gehört den Büffeln. Und ihr habt das eben nicht gewusst. Das war ein Missverständnis. Entfernt die Apfelbäume und fertig. Also... Weißt du, wie viel Arbeit in so einer Plantage steckt? Und jetzt sollen sie noch mal so viel arbeiten, um den Büffeln ihren Trampelpfad zurückzugeben? Pflanzt halt die Bäume woanders. Wo denn? Das ist das einzige flache Gebiet hier. Aber den Büffeln gehörte es zuerst. Und die Siedlerponys brauchen es zum Überleben. Komm schon, Apple. Du hast überhaupt keine Argumente. Aufhören! Büffel und Siedlerponys haben beide gute Gründe, dieses Land für sich zu nutzen. Und alles, was wir brauchen, ist eine Lösung. Hey, da fällt mir gerade was ein. Was will sie denn? Oh, mal sehen, was kommt. Hat sie vor? Gewiss, manches trennt uns, doch viel ist uns gemein. Denn wir tragen und ihr tragt einen Huf an jedem Bein. Was soll der Quatsch, dass einer den anderen hier verscheuche? Dieser Ärger bringt euch gar nichts als Maul und Klaue in solche. Streit will ich hier nicht sehen. Lasst uns grasen gehen. Dieser Tag ist so schön, wenn wir uns verstehen. Also vertragt euch und sagt, ja, wir stimmen gern ein. Also vertragt euch und sagt, alle wollen friedlich sein. Ihr ernährt euch so wie wir, nämlich ausschließlich vegetarisch. Heu und Hafer frisst auch ihr. Warum streiten wir uns hier? Also vertragt euch und sagt, ja, wir stimmen gern ein. Alle wollen friedlich sein. Super, Pinkie Pie. Das war echt ein klasse Western-Song. Du hast es drauf. Interessant. Sieht ganz so aus, als wären Sheriff Silberstein und ich uns absolut einig. Allerdings.
Eine schlechtere Show haben wir noch nie gesehen. Allerdings. Doch nun ist die Zeit des Büffelherdenlaufs gekommen. Unser traditioneller Lauf startet morgen um Punkt 12 Uhr. Wenn die Apfelplantage morgen noch steht, dann werden wir sie platt machen. Und den Rest der Stadt auch. Aber Häuptling! Und wir Apple-Lusianer empfehlen euch, gewappnet zu sein, denn wir sind auf euch vorbereitet. Aber Sheriff... Nein! Wow, das wollte ich mit meinem Song aber nicht aussagen. In der Kuh! Natürlich will ich, dass die Leute hier überleben können. Aber hier braut sich gerade ein Sturm zusammen, der mir nicht gefällt. Wir müssen irgendetwas unternehmen, bevor auch nur ein Pony verletzt wird. Hört zu, wollt ihr nicht noch mal darüber nachdenken? Nun, wegen dieser Bäume, also wir... Wollen wir uns vielleicht noch mal zusammensetzen? Wieso schaltet hier eigentlich niemand von euch sein Gehirn ein? Sheriff, wäre es nicht gut, wenn wir... nicht noch irgendwie verhindern? Wenn die Siedler ihre Bäume nicht entfernen, dann glaube ich nicht. Ich weiß, dass du das gar nicht willst. Sie haben uns unser Land weggenommen. Was soll ich deiner Meinung nach tun, Rainbow Dash? Ich weiß es auch nicht. Man kann sich immer was einfallen lassen. Um 12 wird es für sie zu spät sein. Schon. Denk. Denk, 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 denk. Fire!
habe eine echt gute Idee. Lassen den Apple-Lusianern ihre Apfelplantage, dafür bekommen wir einen Teil ihrer Früchte. Diese Apfelkuchen sind köstlich. Also ich würde auf jeden Fall ein Türkis vorziehen. Bloomberg, das ist ein großer Tag. Mama ist so stolz auf dich. Liebe Prinzessin Celestia, Freundschaft ist etwas Wunderbares und sehr machtvoll. Sogar Feinde können zu Freunden werden. Man muss Verständnis füreinander aufbringen. Man muss teilen können und sich umeinander kümmern. Hey,